Willkommen bei Basecamp TV, hier ist der Toni und heute beginnen wir mit einer kleinen Runde durch mein Haus. Ich habe mich also schon häuslich eingerichtet mit einer kleinen Kochecke, einer wunderbaren Essgelegenheit, neues Sofa direkt mit dazu. Mein Bett, ja, das ist provisorisch, aber ich sag mal, das ist schon purer Luxus. Und ganz neu natürlich hier meine neue Funkereinheit, die ich zum Gameplay machen benutze. Nein, wir sind natürlich nicht bei mir zu Hause, sondern bei Far Cry 3 am Start, so wie versprochen. Denn das Spiel habe ich von meinem Sponsor Gamecode Store gesponsert bekommen. Und ja, das ist eine ganz schöne Sache. Also wenn ihr da auch dran interessiert seid, könnt ihr euch das im Endeffekt für 20 Euro bei gamecodestore.de holen. Da gibt es jetzt auch ein ganz neues Bestellverfahren, das werde ich euch gleich mal kurz im Laufe des Gameplays hier erklären, damit ihr das alles auch versteht. Und ja, was machen wir denn? Wir schießen in der Luft rum. Ne, machen wir natürlich nicht. Ich würde sagen, ich schnappe mir erstmal eine Karre, weil Karren sind immer eine schöne Sache. Und dann driven wir erstmal los. Ich weiß noch gar nicht wohin, aber ich hätte da eine Idee. Ja, wir gucken mal kurz auf die Map. Ich habe extra einen neuen Spielstand angefangen für euch. Ich möchte ja hier nicht spoilern oder sonstiges. Deswegen bin ich ganz am Anfang bei der Dr. Earnhardt Mission. Und wir müssen also darüber. Das heißt, wir könnten rein theoretisch hier den Funkturm erstmal erobern und eventuell noch nachher heißt es, das Dorf hier erobern und die ganzen Fickschnitzel da aus ihrem kleinen Dörfchen da vertreiben. Deswegen würde ich sagen, ja gut, wir fahren jetzt erstmal los, fahren Richtung Funkturm und auf dem Weg dahin werde ich euch dann mal kurz erstmal nochmal die Karte zeigen, weil ich wieder vergessen habe, wie es sinnvoll ist, dahin zu fahren. Okay, ja. Also, jetzt habe ich es grob im Kopf. Also, zwischendurch mal kurz die neue, das neue Bestellverfahren bei Gamecode Store ist deutlich einfacher geworden, ja. Also, deutlich übersichtlicher. Man kann sich also die Spiele jetzt anschauen auf einer Liste. Kann sich also sein gewünschtes Spiel raussuchen. Alles steht direkt dabei, alles Wichtige. Die Plattform, der Preis und das Spiel selbst natürlich auch. Ja, und ja, dann kann man eigentlich schon direkt bestellen, wenn man dann irgendwas Interessantes gefunden hat. Sprich, wie immer, also per Online-Support, per Skype oder per E-Mail. Ist also alles möglich. Ich persönlich finde ja Skype sehr attraktiv, denn ja, da ist man einfach schnell verbunden, hat schnell einen Ansprechpartner, merkt, was los ist, hat also einen persönlichen Kontakt, finde ich immer sehr gut, sehr positiv. Und es gibt halt auch immer so Aktionen, wenn man auf Facebook guckt, da steht dann oft so, wenn er jetzt bestellt, dann ist das Spiel innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden da. Oder sogar innerhalb der nächsten paar Minuten. Finde ich super genial, macht was her. Und ja, schaut einfach mal rein auf gamecodestore.de, ihr kennt ja meinen Sponsor. Ihr habt da bestimmt schon tausende Spiele bestellt, wie ich euch alle kenne, ihr kleinen Suchtis hier. Und wir rasen weiter und ich habe so leicht das Gefühl, dass ich mich hier wieder total verfahre. Naja, es geht. Es geht. Wir fahren jetzt mal die Hauptstraße lang, weil mir ist halt immer so ein bisschen zu heikel hier. Ich kenne das ja. Ich kenne mich ja so quer durchs Gelände und nachher fallen mir dann wieder irgendwelche Klippen runter und schon sind wir tot. Ja, der Toni, ja, so ist es halt. Also, oh, jetzt haben wir hier Frame-Einbrüche. Ach du Scheiße. Das ist natürlich gar nicht gut. Aber es scheint sich schon wieder in Grenzen zu halten. Drei rechts, okay, war keine Dreier rechts, gerade, 200 Meter, drei rechts, macht zu, okay, macht gar nicht zu, ah, doch ein bisschen, ja, wir sind jetzt hier so ein bisschen Dirt 3 am Spielen, sechs links, Baum, und jetzt haben wir aber Frame-Einbrüche pur, also das ist ja mal gar nicht witzig, aua, ja, Scheibe kaputt, alles im Fritten, macht aber nichts, wir fahren einfach weiter. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich fahre jetzt einfach frei Schnauze, himmelsrichtungsmäßig, Richtung Funkturm, wird dabei beschossen wie der letzte Esel. Aber das macht ja nichts, ne? Wir sind ja hart im Nehmen. Einmal quer durchs Wasser. Und wenn das jetzt nicht aufhört mit den Frame-Einbrüchen, dann breche ich das Gameplay gleich ab und hau meinen PC sowas von windelweich, dass das Laufwerk nicht mehr auf und zu geht. Also langsam geht's aber los hier. So, wir sehen den Funkturm. Das ist äußerst sexy, da wollen wir natürlich rauf. Und deswegen, oh, wir können natürlich auch mal hier der sexy Musik lauschen, die im Hintergrund läuft. Und deswegen bremsen wir jetzt mal ab, weil ich habe so das Gefühl, dass hier ein paar Gegner am Start sind. Das könnte natürlich sein. Parken wir mal heimlich hier unten. Gehen raus aus unserem, ja, modernen Fahrzeug. Und schleichen uns mal rennend hier hoch. Ah, wie komme ich denn da hoch? Ah, wahrscheinlich hier rum so. Hm.
Nee? Nee, auch nicht? Nee. Ist ja doof. Dann gehen wir einmal ganz rumherum. Guck mal, ob wir von der anderen Seite hochkommen. Das ist ja immer schon ein kleines Rätsel für sich, also schon allein zum Funkturm hinzukommen, ne? So, was haben wir denn? Also langsam geht's aber los. Ich hüpfe jetzt hier hoch. Nee. Nee, nee. Ach, die Leute werden wieder hinterm PC sitzen und sagen, der Toni, der bastelt sich wieder eine Scheiße zusammen. Ah, ja, hier kann man natürlich hochklettern. Das hätte man natürlich wissen müssen. Da war ich ja ganz am Anfang schon, aber der Toni wollte euch natürlich auch mal zeigen, wie es rundherum um diesen tollen Felsen hier aussieht. Der muss einfach mal sagen, die Grafik, die jetzt drauf, deswegen wahrscheinlich auch eben die ganze Zeit die Frame-Einbrüche. Also, ich brauche dann doch mal langsam eine neue Grafikkarte. Also die GTX 260er, die tut da nicht mehr ganz so ihren Dienst. Aber gut, wir klettern... Aloha, wir klettern weiter nach oben. Genau so wollte ich das. Die Leiter hoch. Und dann gehen wir um die Ecke. Gehen nochmal um die Ecke. Gehen nochmal um die Ecke und klettern die nächste Leiter hoch. Ist das schön, ja. Ach, am Anfang ist das noch so toll mit den Funktürmen. Ihr werdet euch noch wundern, wenn ihr das Spiel nachher spielt. Im Endeffekt muss man bei den späteren Funktürmen nur noch rumhopsen und rumspringen, bis man da irgendwann mal nach oben kommt. Das ist ein Wunder für sich. Das ist ein Wunder für sich. So, ich wollte auch schon immer mal versuchen, mit so einem Paraglider auf den Funkturm hochzufliegen. Ob das vielleicht funktioniert. Das müsste man eigentlich mal testen. Aber nicht jetzt. Wir interagieren erstmal. Hauen das Schloss kaputt mit roher Gewalt. Reißen diese hässliche... Ja, was soll das eigentlich sein? Irgendeine Platine. Ja, reißen wieder raus. Und schauen uns erstmal die Umgebung an. Da steht eine, jo, ein altes Geschütz, aber das ist, glaube ich, nicht mehr in Funktion, in Gebrauch, wollte ich sagen. Ein schönes Bötchen. Und ja, Erfolg, Funkturm aktiviert. Was bringt das Ganze jetzt? Erstmal ganz simpel, wir haben auf der Map jetzt den freigeschalteten Bereich, können also einfach sehen, was hier abgeht, das ist ja schon mal positiv. Sehen zum Beispiel jetzt, dass wir hier vorne komische Tiere jagen können. Na, was können wir denn hier jagen? Kann man das nicht irgendwie lesen? Na, na, nee, können wir nicht. Egal. Ich würde sagen, da fahren wir nämlich jetzt einfach mal hin. Und, jo, ballern die Tiere kaputt, wa? Moment, hier oben steht immer noch eine Kiste, richtig. Die sollte man auch im Gameplay nicht vergessen. Und man sollte vor allem nicht die Leitern wieder runterklettern. Denn wir sind ja viel cooler. So. Mit Kara... What the... Fuck. Ja, wir sind viel cooler, ne? Wir springen den Funkturm einfach so runter. Ja, das ist mir auch noch nie passiert, aber ich meine, im Gameplay ist man immer Jungfrau. Das ist einfach so, da macht man alles das erste Mal. Und unten sind wir ja trotzdem, ne? Macht ja nichts, ist ja kein Problem. Sind wir alle glücklich. Jetzt haben wir wohl unseren Wegpunkt verloren. Jetzt muss ich hier gerade nochmal den Wegpunkt neu setzen hier vorne bei dem Schweinchen oder was auch immer das ist. Schnappen wir uns hier mal die Karre, die hier noch so rumstand. Oh oh, das sieht mir stark nach Gegnern aus. Ja, wir versuchen es mal auf die Toni-Art erstmal einfach abhauen und schauen, was passiert. Manchmal geht's gut, manchmal nicht. Manchmal kommen dann 10 Karren auf einmal von den Gegnern. Dann ist man natürlich ziemlich in Fritten, aber ja, das macht ja alles nichts. Ups, ja. Elegant eingeparkt und wir machen jetzt einfach mal das direkte Battle mit den Gegnern. Wir können hier nämlich einfach ganz heimlich durch den Busch gucken. Und wir werden jetzt auch schon beschossen, aber wir schießen einfach mal zurück, ohne dass wir was sehen. Und merken, wir haben getroffen. So, wo ist der andere Bob? Hallo? Oh. Hä? Hier war noch ein zweiter. Ah, da hinten ist er. Na du? Schießt du auf mich? Ne? Gut. Tot ist er. Das alte Opfer. Werden wir mal hier die Leiche... Ah, oh, da könnte ich immer kurz... Nein! Die Leiche plündern. Da könnte ich echt kotzen, oder? Ich glaube, das hat... Nein. Das hat jeder von euch schon erlebt, der das Spiel gespielt hat. Statt die Leiche zu plündern, muss man immer... wechselt man immer die Waffe. Und wenn man das gar nicht will, dann ist man da ziemlich aufgeschmissen, ne? Wir sliden jetzt mal hier zu dem anderen Typen. Interagieren. Fummeln den mal ein bisschen an den... jetzt habe ich die Schnauze voll, wa? Jetzt fahre ich einfach weiter. Aber weit ist es ja nicht mehr. Wir müssen ja eigentlich nur hier in das Gebiet. Steigen mal aus. Hier haben wir noch ein kleines Diamantenkistchen. Ja, wo ist es denn? Da ist es doch. Wunderschön. Nehmen wir das mit. Wieder weiße Pokerchips. Wir können bald ein ganzes Turnier schmeißen. Eine grüne Pflanze nehmen wir auch noch mit. Davon können wir uns nachher Heiltränke brauen.
Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendeins von den komischen Schweinen finden. Ja, und der Hund ist ziemlich nett zu mir. Der erlegt das Schwein einfach mal. Ah ne, der läuft weiter hinterher. Das ist hier so eine richtige Verfolgungsjagd. Wir machen einfach mal mit. Ah ne, jetzt haben die Hunde es wahrscheinlich auf mich abgesehen, ne? Ne? Noch nicht. Noch laufen sie weiter. Noch laufen sie weiter. Aber wir schießen einfach mal drauf. Das ist immer gut. Du auch? Na, willst du auch sterben? Ja, willst du auch. So, und jetzt holen wir uns natürlich auch noch das komische Tier, was da rumläuft. Das Schwein, das... Also, ich weiß auf jeden Fall eins, wer ist es nicht. So. Ich werde es euch jetzt mal genau sagen, was das ist, ne? Ich wusste es natürlich von Anfang an. Ja, das ist ein Wildschwein, oder? Oder ein normales Schwein? Ein Wildschwein ist das. Ein Wildschwein. Ja, ein Schwein. Ein Schwein. Alte Sau. So. Die häuten wir natürlich auch mal. Einfach, weil wir es können. Einfach, weil wir es können. Wo ist der Pisser? Da ist er doch. Liegt hier im Gras versteckt. Unglaublich. Ja. So ist das nämlich. Ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal kurz ins Menü und craften uns mal was. Herstellung. Wunderschön. Medizin haben wir schon drei. Wie ihr seht, man kann ja mit den verschiedenen Blättern verschiedene Medizinen und sonstige Tränke erstellen. Und wir können uns jetzt vor allen Dingen ein Waffengurt erstellen. Können wir nicht uns ein Waffengurt erstellen. Dafür haben wir nämlich noch kein Ziegenfell. Wir können uns aber vielleicht eine Brieftasche erstellen. Ja, das können wir tatsächlich. Von dem Schweinsleder. Und wir könnten uns auch vom Schweinsleder eine Spritzentasche erstellen. Ich bin aber eher derjenige, der natürlich lieber viel mehr Geld im Besitz hat. Deswegen machen wir jetzt erstmal eine Brieftasche. Und mit dem Rest können wir wahrscheinlich noch nichts anfangen. Doch, mit dem Hundsfell können wir einen einfachen Sprengstoffgurt entwerfen. Wunderbar. Das finde ich toll, das gefällt mir. Und jetzt gucke ich gerade mal auf die Uhr und die sagt tatsächlich schon, nicht Viertel vor Nesquik, sondern Heidenei, ne? Das ging aber flott vorbei. Deswegen hatte ich mir natürlich auch vorgenommen, das tut man natürlich auch noch hier, das Ding, hatte ich mir natürlich auch vorgenommen, mehrere Gameplays im Spiel zu machen. Und ich kann auch schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geben. Ich denke, im nächsten Gameplay werden wir den Hund töten. Na komm her, mit dem Messer, mach ich dich fertig. Ja, das hast du jetzt davon. Im nächsten Gameplay werden wir nämlich das... ach komm, dann behalt dein Scheißfell. Werden wir uns die ganze Zeit diese Ruine hier angucken. Denn da geht's runter. Und wer weiß schon, was da zu finden ist. Alles weitere dazu im nächsten Gameplay. Haut rein.